Ja, liebe junge Freunde, mich freut sehr, dass wir heute hier zusammen sind. Ich werde jetzt den Impuls halten mit drei Punkten, so wie das Papst Franziskus ja immer gern macht. Und zwar zuerst, also der Titel habe ich mir gedacht, ist die Corona-Krise christlich bestehen. Das trifft ja uns alle, uns hier in Italien und euch in Österreich. Die Corona-Krise christlich bestehen. Und da ist der erste Punkt Interesse an unserer Zeit. Dann die Kraft des Pascha-Mysteriums, wir werden schauen, was das bedeutet und was das für uns heute bedeutet, und dann christliches Leben in einer spannenden Welt. Ja, ich merke hier natürlich, wenn ich jetzt über dieses Thema rede, die Corona-Krise christlich bestehen, dass meine Pläne hier in Rom durchkreuzt wurden. Meine Situation und unsere Situation ist, dass wir eigentlich seit 4 Wochen inkasaniert sind, in Quarantäne sind. Am 5. März, das ist eigentlich ein historischer Tag, haben wir hier die Hochschule schließen müssen. Und es war genau 2 Monate, nachdem ich hierher als Rektor übersiedelt bin. Also genau 2 Monate nach meiner Übersiedlung nach Rom musste ich die Hochschule schließen. Humorvoll kann man das auch sehen, das hat bisher noch kein Rektor hier geschafft, dass er einen solchen Einfluss innerhalb so kurzer Zeit schon hatte. Ja, und das waren eigentlich sehr schwierige Stunden, weil das in Italien nicht so wie in Österreich lange geplant ist vielleicht, sondern der Premier Giuseppe Conte hat am Vorabend sozusagen in der Zeit im Bild eben verkündet, dass am nächsten Tag keine Schule und keine Uni sein wird. Das bedeutet, wir haben dann sofort nach dieser Ansprache, nach der Vespa, hier in meinem Büro, das ihr hier seht, habe ich die Dekane zusammengerufen, den Bibliothekar und mit den Generalsekretär der Hochschule und so weiter, wo wir einfach überlegt haben, was bedeutet das jetzt für uns, wie machen wir das? Am selben Abend haben wir allen Professoren und allen Studierenden geschrieben, dass keine Uni sein wird am nächsten Tag. Und wir haben geglaubt, es ist für 10 Tage. Es hat nämlich geheißen, für 10 Tage wird jetzt der Lockdown für Schule und Uni sein. Diese 10 Tage dauern lange, nämlich bis Oktober, bis Mitte Oktober. Und jetzt ist unsere Herausforderung, dass wir einfach schauen, wie wir im Herbst, wo wir erwarten, dass nicht alle Studierende zurückkommen können, weil sie schon in andere Kontinente zum Teil vor der Krise, während der Krise weggeflogen sind, wie sie dann sozusagen den Vorlesungsbetrieb machen können. Wir werden jetzt Kameras installieren, wo dann alle Vorlesungen im Herbst direkt übertragen werden können, aufgezeichnet werden können, sodass dann die Studierenden, die nicht zurückkommen können im Oktober, auch weiterhin bei uns studieren können. Ja, Herausforderungen, aber wenn ich mir jetzt andere anschaue, gegenüber ihnen keine Katastrophe, hier für mich jedenfalls. Schlimmer schon in Norditalien, ihr habt ja die Bilder gesehen im Fernsehen, da hat es die Region Lombardei und Mailand sehr stark getroffen, weil dort einfach der Coronavirus unterschätzt wurde und zu lange nichts getan wurde. Und deswegen hat das dort desaströse Auswirkungen gehabt. Was der Virus bedeutet, habe ich zum Beispiel von einer Schülerin gelesen, die geschrieben hat, sie hat in Frankreich ihr Auslandsjahr gehabt und musste das vorzeitig abbrechen, also dort von der Schule wieder nach Österreich gehen. Oder ich denke jetzt selber, wie ich in Amerika studiert habe, wie wäre das gewesen, wenn da auf einmal die Corona-Krise ausgebrochen wäre und ich muss dann dieses lange vorbereitete Auslandsjahr, vielleicht auch die Studien, die ich dort mache, die Sammlungen für die Dissertation, abbrechen. Das sind Dinge, die unwiederbringlich verloren gehen. Und ich glaube, diese vielen Schwierigkeiten, bis hin natürlich zu schweren Krankheitsfällen, zu Ärzten und Krankenschwestern, die überfordert waren oder sind, weil sie mit diesen vielen Kranken nicht zu Rande kommen, das, glaube ich, sollen wir einfach wahrnehmen, die Probleme sehen und auch das Leid anerkennen. Zugleich aber, glaube ich, müssen wir auch die Sache natürlich hinterfragen. Wir müssen fragen, was wird hier diskutiert? Was ist unser Bild? Unser Weltbild? Ist es nicht allzu scientistisch, das heißt nur auf die Wissenschaft ausgerichtet? Geht es wirklich nur darum,
dass sozusagen sich niemand ansteckt. Was nehmen wir dafür in Kauf? Man könnte sagen, ein Naturalismus hat um sich gegriffen, wo es um dieses hohe Gut der Gesundheit geht, das aber dann das einzige Kriterium ist. Ist das richtig so? In der Moraltheologie unterscheidet man zum Beispiel die Güterabwägung. Man muss immer überlegen, welches Leid auch durch etwas geschaffen wird. Es geht um die Würde des Menschen und den Wert des Lebens. Und die Politik hat eine irrsinnig schwierige Aufgabe. Sie hört viele Experten und muss dann ihren Weg gehen. Sie müsste eigentlich alles ewig noch zusperren, damit sich ja niemand ansteckt. Das kann sie aber nicht machen. Denn es ist auch ein hoher Wert, dass Menschen hinausgehen können. Dass Familien nicht für ewig in ihren oft in Rom kleinen Wohnungen eingesperrt sind. Wann mache ich das genau? Das sind natürlich Diskussionen hier in Italien und woanders auch, wo es keine klaren, einfachen Antworten gibt und wo man dann abwägen muss, was ist jetzt dran? Wo ist sozusagen die Beschränkung der großen Masse noch vertretbar, um einige wenige zu schützen? Das ist jetzt in dieser Phase 2 eine große Auseinandersetzung hier in Italien, die natürlich im Gegensatz zu Österreich sehr vehement geführt wird. Ich schaue mir manchmal Parlamentsdebatten an, also da haben die Leute dann nachher fast kein Parlamentarier kann mehr sprechen, weil die alle heiser sind, weil die nur mehr geschrien haben. Also das ist hier wirklich mit viel Elan wird das gemacht. Ich habe heute Vormittag ein Interview gelesen von der Neuen Zürcher Zeitung, das hat mein Mitbruder diesen Link geschickt mit dem Philosophen Markus Gabriel. Und das Schöne finde ich bei dem, er gibt keine eindeutigen Handlungsanweisungen und sagt, ich bin Philosoph, ich kann jetzt nicht sagen, was richtig ist, aber ich kann die Dinge zu bedenken geben. Und er ist Vertreter des neuen Realismus und er sagt eben, wir müssen immer auch abwägen und schauen, was der Wert des Lebens ist, die Würde des Menschen und das Leid nicht nur bedeutet, Leid zu vermeiden, wenn es um Krankheit oder sogar Tod geht, sondern auch, dass Menschen ein Recht haben, gut zu leben. Und dieses gute Leben müssen wir natürlich auch immer wieder einbringen. Und er rät dann, Ruhe bewahren, höflich bleiben, anderes respektieren und ihnen den Vortritt lassen, wenn man zum Beispiel beim Spar einkaufen geht und andere ungeduldig sind. Warum sage ich das zum Anfang? Die Corona-Krise, glaube ich, sollen wir mit Interesse verfolgen und mit Empathie, mit Einfühlungsvermögen. Und wir sollten, glaube ich, immer auch schauen, tiefer zu blicken und die Diskussionen wach, mit wachem Geist, aber auch mit Herz einfach zu verfolgen. Weil was wir jetzt hier erleben, ist wirklich eine historische Situation, die auch, glaube ich, uns viel lehrt, wie unsere Zeit tickt und wie wir selber auch auf verschiedene Diskussionen reagieren und was das für uns bedeutet. Aber zweitens, wo stehen wir gerade? Wo stehen wir gerade? Als Christen sagen wir in der Osterzeit. Oder habt ihr das schon wieder vergessen? Dass jetzt eigentlich Ostern ist. Wir feiern 50 Tage lang Ostern, die Osterzeit. Und ich glaube, diese Osterzeit sollten wir verbinden mit unseren Erfahrungen. Unsere Erfahrungen jetzt in dieser Corona-Krise. Ostern bedeutet Befreiung, Leben. Wir überlegen uns natürlich jetzt schon hier in unserer benediktinischen Gemeinschaft auf dem Aventin, was wird das Erste sein, was wir machen werden, wenn wir nach 8 Wochen absoluter Quarantäne, das heißt, wir konnten jetzt nie die Schwelle hinaus auf die Straße verlassen, überschreiten. Wir waren hier im Haus und im Garten. Was werden wir als Erstes machen? Wohin wird jemand gehen? Wie wird er das auf sich wirken lassen? Das sind kleine Ostererfahrungen, die wir da diskutieren. Ich glaube, das sind auch, was wir hier erleben, tiefe und schwierige Erlebnisse, die uns helfen, andere zu verstehen. Als wir vor kurzem geredet haben, was sein wird, wenn jeder von uns wieder spazieren kann in Rom, zumindest spazieren kann, mit Maske natürlich. Wie geht es Gefangenen, die zum Beispiel nicht nur nach 8 Monaten, sondern nach 8 Jahren hinausgehen können? Das erste Mal. Völlig
desorientiert. Eine österliche Erfahrung. Ich glaube, und darum bitte ich auch euch, immer wieder in Distanz zu gehen zu dem, was gerade geschieht, tiefer zu blicken. Ich war heute auf unserem Turm oben. Sant'Anselmo auf dem Aventin hat einen wunderschönen hohen Turm. Da kann man hinaufgehen und dann sieht man St. Peter in der Ferne, wo man weiß, da ist jetzt der Papst und betet. Und dann übersieht man die Dächer von Rom, dieser 3-Millionen-Stadt. Und da sieht man auch die leeren Straßen. Die Straßen sind leer hier in Rom. Die Kirchen sind leer. Das Grab Jesu war leer. Und das ist, glaube ich, auszuhalten. Und das sollen wir auch zu verinnerlichen. Und dieses auch als Bild sehen, vielleicht sogar als Blick in die Zukunft, wo ja auch die Kirchen leer sein werden. Immer mehr. Ihr seid alle jünger als ich, außer Abt Ambros. Ihr werdet leere Kirchen sehen. Viel mehr, als ich das jetzt sehe und gewohnt bin von meinen fast jetzt schon 5 Jahrzehnten meines Lebens. Und da, glaube ich, sollen wir eine solche Zeit durchaus auch als Aufruf sehen, zu überlegen, wo wir hingehen, wie es weitergeht. Nach dieser Krise, aber überhaupt mit unserem Glauben. Die virtuellen Gottesdienste sind natürlich eine ganz große Chance. Und ich finde einfach toll, wenn meine Eltern mir erzählen, wie sie täglich die Messe feiern, mit dem Fernseher. Also, ja, da sehen wir nämlich schon die Gefahr. Wir werden, haben wir diese Woche entschieden, hier in Sant'Anselmo an unserer Privatuniversität nächstes Jahr einen Kongress abhalten über virtuelle Gottesdienste, wo wir theologisch überlegen wollen und zur Diskussion stellen wollen, was das bedeutet, wo der Gewinn, aber auch der Verlust ist. Denn es kann allzu schnell geschehen, dass man sagt, naja, aus dem Lehnstuhl heraus die Messe zu verfolgen, ist einfacher, bleiben wir gleich dabei. Das wäre so eine Wirkung aus dieser Corona-Krise, wo die Kirchen dann nicht mehr so besucht werden wie vorher. Aber Gottesdienste haben doch einen leiblichen Ausdruck. Mich hat es fasziniert, ich schaue mir manchmal die italienische Zeit im Bild an. Und in Rai wurde da eben einmal, da ist ja auch viel von Kirche die Rede, das ist in Italien viel präsenter als bei uns, bei jeder Zeit im Bild praktisch der Papst oder irgendein Bischof spielt da eine Rolle. Und da wurde gezeigt, wie eine Familie vor dem Bildschirm gesessen ist, eine Messe mitgefeiert hat mit dem Papst, der ja diese Messen auf Italienisch feiert, und wie alle die Kreuzzeichen gemacht haben und sich dann bei der Wandlung niederknieten. Also Fernsehgottesdienste, die nicht nur kommuniziert werden, sondern die verinnerlicht werden, wo wir etwas mit vollziehen. Und dann haben wir Anteil an dem. Denn wir haben ja Anteil durch Gottesdienste und durch unser Leben an dem Ereignis der Welt. Und das ist Tod und Auferstehung Jesu Christi. Und dafür sollen wir Zeugen sein. Tod und Auferstehung Jesu Christi. In Italien hier spricht man so schön vom Tempo Pasquale, also die österliche Zeit. In Französisch heißt Ostern Pâques, Pascha, Pasqua. Im Italienischen kommt von Pascha. Bei uns spricht man von Ostern, im Englischen von Easter, Auferstehung. Aber Pascha ist viel reicher, nämlich Tod und neues Leben. Und das verweist zurück auf Exodus 12. Wo ja beschrieben wird, wie das Lamm geschlachtet werden soll, wie das Lamm dann gegessen wird, wie das Blut des Lammes auf die Türpfosten der Israeliten geschmiert werden soll, damit diese Häuser dann verschont werden. Und ich glaube, das kann uns in unserer Situation bewusster werden. Der Virus, der uns bedroht und der vorbeizieht, er möge vorbeiziehen und uns nicht befallen. Die jährliche Feier des jüdischen Pascha-Festes war ja dann Ausgangspunkt für die jährliche Feier des christlichen Pascha, das man noch jahrhundertelang am gleichen Tag gefeiert hat, wie die Juden ihr Pascha-Fest, und das dann auf den Sonntag danach gelegt wurde.
Pascha kommt übrigens vom Springen, vom Hüpfen des Osterlammes, könnte man sagen, des Lammes, das da geschlachtet wird. Und ihr seht hier schon die Anspielungen von Lamm, von Tod, von Blut, das dazu führt, dass wir verschont werden. Und das war ganz klar für die Jünger Christi, als sie dann die Auferstehung mit vollzogen haben, langsam begriffen haben, dass ja das war, als das Pascha-Fest gefeiert wurde, die Befreiung. Und das Spannende finde ich jetzt auch für uns in unserer Situation, dass das Kreuz, die Kreuzigung, ja die volle Krise war für die Jünger und dass das aber dann zum Leib Christi geführt hat. Was meine ich damit? Die Jünger, das wissen wir aus den Evangelienberichten, sie waren nach der Kreuzigung wirklich in Krise geraten. Es war eine Kreuzeskrise. Der, in den sie alle Hoffnungen gesetzt haben, geschlachtet wie ein Lamm. Und wo sind sie jetzt, die Jünger? Eingeschlossen in sich. Die Jünger sind hinter verschlossenen Türen. Sie sind auf sich selber zurückgeworfen. Sie haben Angst. Ein Wort, das in diesen Wochen und Monaten sehr oft fällt. Das kommt im Evangelium vor. Sie haben Angst. Aber Gott ergreift die Initiative. Er führt sie hinaus ins Weite. Und unsere Erfahrung von Jesu Auferstehung geschieht über diese ersten Zeugen. Das ist eine ganz spannende Linie eigentlich. Von der Erfahrung der Auferstehung, die die ersten Zeugen hatten, sehen sie neu das Kreuz und durch das Kreuz die Auferstehung. Die Evangelisten schreiben nicht einen Bericht, wo man dann einmal dasteht und sagt, naja, werden wir schauen, wie das ausgeht, sondern sie wissen bereits, wenn sie über die Kreuzigung berichten, dass danach die Auferstehung sein wird. Die Zeugen von damals, die Zeugen bis heute. Die Erfahrung der Auferstehung der Frauen und der Jünger. Die Frauen, die zum Grab gehen und die Jünger, die zu Hause sitzen in Quarantäne. Die Frauen, die zum leeren Grab gehen. Und sie kommen zum Glauben an die Auferstehung. Und was wir hier sehen in dieser Initialzündung des Christentums, der Leib Christi, das sind diese ersten Zeugen. Die Frauen, die Apostel, die Freunde Jesu. Sie werden verwandelt, weil sie sehen, dass der Leib Christi nicht mehr da ist. Dass der Leib Christi übergeht in eine neue Daseinsform. Sie erleben, ah, Jesus ist auferstanden. Sie werden dadurch verwandelt und begreifen sich als, wie sie dann als erstes genannt werden, Christen. Sie haben auf einmal selber den Namen des Gekreuzigten, des Gesalbten, Jesus Christus. Sie nennen sich Jesuaner. Sie nennen sich Christen. Und wo sie das am besten erleben, ist die Eucharistie. Also Auferstehung, das ist jetzt wichtig in unserer Osterzeit. Und ich habe gedacht, ich möchte über Ostern reden, weil wir in dieser Zeit stehen und weil wir das erste Mal in all unserem Leben Ostern nicht mit öffentlichen Gottesdiensten gefeiert haben. Auferstehung ist nicht, verdammt, er war tot, wow, jetzt lebt er wieder, jetzt ist er hier. Auferstehung Jesu ist nicht wie bei einem Stehaufmandel. Jetzt auf einmal lebt er wieder, cool. Auferstehung Jesu ist nicht wie ein Matchbox-Auto, das wieder aufgezogen worden ist und dann weiterfährt. Wir sehen Jesu Auferstehung an der Verwandlung des mystischen Leibes der Kirche. Das ist hier heuer auch durch die Lektüre theologischer Texte neu bewusst geworden. Auferstehung sehen wir an der Verwandlung des mystischen Leibes der Kirche. Von den ersten Zeugen bis zu euch allen. Wenn sie die Kirche neu auflebt, wie sie in die Freiheit geführt wird, wie sie von ihrem Herrn und Meister spricht, das ist dann die Auferstehung. Da erleben wir die Auferstehung. Da geschieht diese Auferstehung. Das heißt, die Auferstehung Jesu ist nicht vor 2000 Jahren geschehen, wow, sondern sie ist ein Ereignis, das in unsere Zeit hineinreicht
und uns, für uns genauso nahe ist, wie 2000 Jahre für die Jünger und die Frauen am Lärmgrab. Was Gott für uns und an uns tut, das ist Auferstehung. Und unsere Erfahrung von der Auferstehung Jesu ist nicht weniger als die Erfahrung der ersten Zeugen. Und das sehen wir, wenn wir diese ersten Zeugen anschauen. Wir hören ja jetzt Tag für Tag, Sonntag für Sonntag, verschiedene Perspektiven, was es bedeutet, mit dem auferstandenen Herrn zu leben. Und was sehen wir da? Dass unsere Begriffsstützigkeit, unser Unglaube und so weiter nicht anders ist, als es bei denen war, die mit Jesus unterwegs waren. Schaut einmal auf den Gärtner, der beim Grab auf Maria Magdalena trifft, die ihn fast nicht sehen kann vor lauter Tränen in den Augen. Sie erkennt Jesus nicht wieder. Der Fremde auf dem Weg nach Emmaus. Sie erkennen ihn erst, als er bei ihnen zu Hause nach Stunden des gemeinsamen Unterwegsseins das Brot bricht. Diese ersten Zeugen merken, Jesus ist da, aber anders. Und beamen wir uns zurück zum Kreuz. Jesus sagt zu Maria und Johannes, der Lieblingsjünger ist neben ihr gestanden, Frau, siehe dein Sohn. Frau, siehe dein Sohn. An seiner Statt soll Maria also den Lieblingsjünger Johannes als ihren Sohn annehmen und uns alle. Merkt sie, was da geschieht? Ein ungeheurer Tausch. Jetzt wird er wir. Er ist wir, könnten wir sagen. Jetzt könnt ihr sagen, aber der Pater Bernhard ist jetzt schon monatelang in Italien und Deutsch verlernt. Er ist wir. Aber es ist so. Jesus wird wir. Ich kann es nicht anders sagen. Unbegreiflich. Ein ungeheurer Tausch. Das Leben hingegeben für uns, damit er in uns weiterlebt. Und das sprengt unsere Vorstellungen. Und die der Frauen am Grab und die der Jünger in der Selbstquarantäne. Sie treffen Jesus, indem sie weitergehen vom leeren Grab. Und das leere Grab kann für uns die Sünden bedeuten oder unser Stumpfsinn. Und wie gehen sie weiter? Und das finde ich jetzt spannend. Sie gehen nicht triumphalistisch weiter. Denkt und schaut das vielleicht heute so als Abendgebet noch an. Schreibt auf das Markus-Evangelium am Ende. Da heißt es, dass eben von den Engeln, von den weißen Männern, den Frauen verheißen wurde, geht es zu den Jüngern, die sich eben verschanzt haben in ihrer Selbstquarantäne und sagt ihnen, sie sollen nach Galiläa gehen und dort werden sie mich treffen. Und leider ist dann in der Osternacht, wo diese Stelle gelesen wird, hört das auf. Denn der letzte Satz des Markus-Evangeliums heißt, da verließen die Frauen das Grab und flohen. Den Schrecken und Entsetzen hatte sie gepackt und sie sagten niemandem etwas davon, denn sie fürchteten sich. Angst, Ungewissheit. Das Lektionar lässt diesen Satz weg, weil er vielleicht zu verstörend wirkt. In der Osternacht, wo ja eigentlich die Auferstehung verkündet wird, aber der Evangelist ist da ganz realistisch. Die Frauen haben zunächst einmal sehr wenig verstanden, so wie die Jünger. Und es ist interessant, dass dann gleich spätere Manuskripte einen anderen Schluss bei Markus hinzugefügt haben, der heute in unseren Ausgaben in Klammer steht, um das ein bisschen abzuschwächen und doch zu zeigen, dass Jesus immer wieder erscheint. Und ich glaube, das ist unsere Situation. Wir verlassen das Grab, fliehen, schrecken und entsetzen. Oft sagen wir niemandem etwas davon. Und wir wissen gar nicht, ob er überhaupt da ist. Der dritte Schritt zum Abschluss. Christliches Leben in einer spannenden Welt. Der Pater Bernhard am Karfreitag 2020, hier in St. Anselmo. Es war eine sehr lange Liturgie, auch mühsam. Ich wusste und wir wussten, dass die meisten Christen nicht gemeinsam feiern können, so wie wir hier im Kloster.
Und was ich sonst immer gekürzt erlebte, in Großmünster, in meiner Heimatpfarrei, an den Studienorten, wo ich war, das machen wir hier zur Gänze. In der Osternacht natürlich alle alttestamentlichen Lesungen, ich glaube es sind 7, und dann noch die neutestamentlichen. Natürlich am Karfreitag nicht gekürzt, alle 10 großen Fürbitten mit Niederknien, mit Gebeten. Wow, ermüdend, es dauerte zu lange. Und ich erzähle euch das bewusst an diesem Zeitpunkt unseres Lebens. Denn es hat zu lange gedauert. Diese Zeit des Coronavirus dauert für viele zu lange. So wie der Tod Jesu zu lange gedauert hat. 6 Stunden qualvolles Leiden am Kreuz. Unsere Warten, unsere 8-wöchige Quarantäne in Rom, das Leid bis in der Lombardei, die für mich überzogene Angst vieler Menschen, angesteckt zu werden. Das alles ist heute Kreuz. Auch die monotonen Gebete sind manchmal auch mühsam. Und da ist mir plötzlich klar geworden in dieser Karfreitagsliturgie, was wir hier lernen können. Gebet ist Arbeit, Gebet ist Leiden, Gebet bedeutet für andere zu sterben. Heute, es läuft nicht, wie wir wollen. Wir haben hier einen Priester aus Ecuador, der Liturgie macht, studiert. Und was der erzählt aus seinem Land, ist furchtbar. Spanische Kolonie, viele Leute sind aus Spanien nach Ecuador gekommen mit dem Virus. Die können in keine Quarantäne gehen, weil die Leute sterben würden, weil sie nicht so versorgt sind wie wir. Ein Land, das nicht weiter weiß, das insofern dann einen Vorteil hat, weil es eine junge Gesellschaft ist, wo sozusagen die Krankheit des Coronavirus nicht in dieser Form zu häufigen Todesfällen führt wie bei uns oder in Norditalien, das gewesen ist. Ecuador, schauen wir in die Vergangenheit, Christenverfolgung, die früher war bei uns, in anderen Erdteilen heute noch. Ich habe heute auch gedacht an Japan, nach der ersten Missionierung. Da wurde gewartet, Jahr für Jahr, bis endlich wieder ein Priester kommt. Die Priester wurden nämlich dann ausgewiesen. Und die Katholiken dort haben jahrelang gewartet. Wissen Sie, wie lang? Viele Generationen. Es hat Christen, Katholiken gegeben, die haben nie einen Priester gesehen, aber sie haben gewusst, was das ist. Sie haben nie Eucharistie gefeiert, aber sie haben gewusst von der Oma, was das bedeutet. Und die Oma hat ihnen das weitergegeben, bis dann die Enkel oder die Urenkel wieder Eucharistie feiern konnten. Vielleicht wollt ihr lesen, gerade jetzt in dieser Phase, Shusaku Endo, E-N-D-O, Endo, Schweigen. Ein Konvertit zum katholischen Glauben aus Japan, einer der großen Schriftsteller Japans. Wir haben den Film übrigens, der 2016 von Martin Scorsese auf Grundlage dieses Romans gemacht wurde, gesehen. Schweigen von Susaku Endo. Schweigen. Die Abwesenheit Gottes für die Christen in Japan in dieser Zeit der harten Verfolgung. Liebe junge Freunde, diese Krise kann uns, glaube ich, das Tragische des Lebens zeigen. Und diese Osterzeit neu bewusst machen, dass Jesus, der Gekreuzigte, für mich bleibt. Jesus ist immer dargestellt als Auferstandener mit den Wundmalen. Er bleibt der Gekreuzigte. Ich treffe auf diesen Jesus, der in mir lebendig werden will, in meinem Zimmer, haben wir manche auch von euch geschrieben. Ich habe neu entdeckt mein Inneres. Ich habe mein Zimmer zusammengeräumt. Ich bin mehr zu mir gekommen in diesen Wochen. In der Erfahrung des Mangels, es ist nicht leicht für uns, nicht hinauszugehen. Rom ist einfach eine schöne Stadt. Und fast jeder Tag ist ein wunderbarer Tag mit Sonnenschein. Im Aufblühen der Natur da draußen lebendig werden. Und das ist dann die Geschichte von Millionen Christen, die vom Glauben her auch auferstehen, lebendig werden. Und sie werden wieder die Gotteshäuser füllen, weil sie erlebt haben, dass Jesus lebt.
Und nur wenn sie erlebt haben, dass Jesus lebt, geht durch sie der Leib Christi weiter. Sonst wird, wie manches andere auch, durch diese Krise abfallen und aufhören. Und ich möchte das auch von Gott her sehen. Ich habe mir bei einer Lectio Divina mal gedacht, zu Ostern, wie erfreut er sein musste über die Tränen von Maria Magdalena am Grab. Das sind Tränen der Liebe gewesen. Das freut den Menschen, der hier betrauert wird. Der Johannes am Schiff, es ist der Herr. Das muss Jesus gerührt haben. Petrus, der ihm entgegenschwimmt. Die Emmaus-Jünger, die nicht von ihm lassen wollen und ihn einladen und nachher nach Jerusalem stürmen, um zu sagen, wir haben ihn erlebt. Nicht einmal, wir haben ihn gesehen, wir haben ihn erlebt. Ein großer Unterschied. Oder jetzt, heute, am Treffpunkt Benedikt, an einem jedenfalls hier in Rom, sonnigen Samstagnachmittag im Mai, am Bildschirm, da ist Gott dabei. Da ist Jesus lebendig, weil er auferstanden ist. Versteht ihr, was ich sagen will in diesem Impuls? Jesus ist auferstanden und wir sehen das nur anhand seiner Zeugen. Nur. Und das ist die Größe Jesu, dass er sich so zurücknimmt, dass er durch uns leben will. Weil er ist jetzt hier und er freut sich, weil das nicht nur der virtuelle Leib Christi ist, sondern der reale. Und übrigens, so ein Postskriptum möchte ich noch sagen. Wir haben es noch nicht überstanden. Das klingt jetzt nach einer Politikerrede. Ich bin hier Rektor einer katholischen Privatuniversität und kein Politiker, aber ich muss es sagen, das muss ich auch den Studenten und den Professoren sagen, wir haben es nicht überstanden. Aber was ich hier jetzt für euch meine, die globale Krise kann wieder zuschlagen. Und die Krise kommt anders für jeden von uns auf je eigene Weise. Und dafür werden wir vielleicht in diesen Wochen auch gerüstet. Und so möchte ich euch drei Haltungen dafür empfehlen. Erstens, das zu bestehen, was auf uns zukommt. Nicht Energie verschwenden, indem wir gegen das kämpfen, was wir nicht ändern können. Ich habe mir meine Zeit hier in Rom in den ersten Monaten anders vorgestellt. Meine Projekte hier als Rektor waren andere. Ich hätte gerne anderes gemacht und nicht dieses Krisenmanagement. Bis mir dann einmal mein geistlicher Begleiter gesagt hat, nimm das an, wie es ist. Das hat mir geholfen. Und er hat das Wort weitergehen verwendet. Geh einfach weiter, auch wenn es nicht lustig ist. Zweitens, Extreme vermeiden. Ich glaube, ihr merkt das auch bei Diskussionen. Alle möglichen Pole es gibt. Das selber ein bisschen die Extreme zu vermeiden, würde uns Christen gut anstehen. Die Krise vielleicht auch als Trainingsfeld, vergesst wirklich Deutsch, also als Feld des Trainings zu sehen, dass ich mit solchen Schwierigkeiten selber umgehen kann, dass ich für andere Trost bin, dass ich eine stabile Person bin, an der sich andere anhalten können, die es nicht mehr schaffen. Und das ist dann, dass unser Leben reifer wird, tiefer und realistischer, auch durch so eine Krise und durch so eine Krise hindurch. Hoffentlich auch geduldiger und barmherziger. Dass wir die Meinung anderer Menschen stehen lassen können, wirklich andere Menschen und ihre Meinungen stehen lassen können, nämlich im doppelten Sinn, dass wir es hinnehmen, aber auch hinter uns lassen. Vieles, was ich gehört habe in den letzten Wochen und Monaten, muss ich einfach auch hinter mich lassen. Was da für abstruse Theorien waren, für abstruse Dinge bis hin, dass alle geglaubt haben, man muss jetzt Hamsterkäufe machen, weil der Spar bald keine Lebensmittel mehr hat. Ist ja lustig, wenn man das jetzt zeigen würde, was da die Leute ernsthaft behauptet haben. Das ist nur ein Beispiel. Aber warum sagen das die Leute? Weil sie Angst haben. Auch da einfach das stehen lassen können. Nicken und weitergehen.
Und drittens, was geschieht, ist Ruf Gottes. Was wir erleben, kann immer ein Ruf Gottes sein, weil er sogar aus dem leeren Grab etwas gemacht, aus dem Grab etwas gemacht hat, das dann leer war. Und selbst wenn es nur der Aufruf zur Buße ist, sich da hineinzugeben, das wünsche ich euch, manches auch auszuhalten und schauen, was Jesus für mich draus macht, was er für uns tat, damit wir leben.